Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe haben wir uns überlegt, gehen wir auf die Lufthansa ein. Lufthansa hat ja einige Sachen, die diese Woche passiert sind, aber auch in der letzten Woche, also die letzten 7 Tage so. Da wollen wir euch einen Überblick geben. Warum? Ganz einfach, wir sind Lufthansa-Fanboys, aber trotzdem kritisch. Und Lufthansa-affin. Lufthansa-affin, genau. Und Mario, was sind denn die Themen, die wir rausgesucht haben? Ja, das ist ein ganz bunter Reigen an Themen. Die Lufthansa oder die ehemaligen Lufthansa-Lounges an einigen Flughäfen haben neue Betreiber gefunden. Es gibt ein paar Business-Class-Angebote, da kannst du uns sicherlich was zu sagen. Dann Miles & More-Geschichte, Meilen sammeln mit Apple Music, die mittlerweile ja recht bekannte Luftbrücke, die die Lufthansa eingerichtet hat nach Taschkent, um afghanische Flüchtlinge bzw. afghanische Bürger auszufliegen. Und ganz wichtig und ganz interessant, kostenloses Messaging an Bord der Lufthansa-Flotte. Mal schauen, was es da so gibt. Und ein Thema, die Impfpflicht. Die Impfpflicht für Mitarbeiter der Lufthansa. Das alles nach dem Intro. Genau. Ja, willkommen zurück zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten, das ist Mario Hofmeister. Und wie immer bringen wir euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status. Und das erste Thema ist in der Tat mehr Punkte. Aber bevor wir zum Thema kommen, wisst ihr, was ihr tun sollt. Ihr sollt subscriben, ihr sollt ganz klar das Ganze hier liken, und zwar dieses Video. Ihr sollt unten drunter kommentieren und beim Subscriben die Glocke nicht vergessen. Das sind die ganz wichtigen Aufgaben für euch. Also, einmal in die Meilen-Thematik eingestiegen. Bei Lufthansa Miles and More gibt es mit Apple Music ein wunderbares Angebot. Wenn man also einen Neuvertrag bei Apple Music macht, gibt es 1000 Miles and More Meilen. Wer das machen möchte, kann das machen. Insofern, wer da einen Streamingdienst in Anspruch nimmt, ich selber habe Apple Music, aber ich habe ein amerikanisches Konto, insofern kommt das nicht für mich in Frage und ich wäre ja auch kein Neukunde. Ist das was für dich? Nutzt du Apple Music? Nein, Apple Music gehört zu den ganz wenigen, die ich als großer Apple-Fan nicht use. Sonst habe ich, glaube ich, für mich und die Familie so ziemlich jeden Streamingdienst. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich gehen 40-50% des Nettogehaltes allein für Streamingdienste von Netflix bis Spotify ab jeden Monat. Aber Apple Music brauche ich da nicht auch noch. Ja, also wie gesagt, nach 3 Monaten kommt die Gutschrift. Dann das nächste Thema, da wollen wir auch direkt darauf eingehen. Das ist etwas, was ich persönlich sehr gut finde bei Lufthansa an Bord. Ich habe mit Entsetzen festgestellt, als ich die letzte Woche geflogen bin, hey, das Internet ist kostenlos, solange man nur Messaging-Dienste benutzt. Das heißt also, man kann sich einloggen und mit WhatsApp oder aber Telegram, das waren die beiden Dienste, die ich kontrolliert habe, nutzen konnte. Da gibt es ja immer dieses Panel, wo man aussuchen kann, welches Paket, ein kleineres, ein größeres. Und da gab es dann Message-Dienst und da stand dann drunter kostenlos. Da habe ich gesagt, ey, da melden wir uns doch an. Was hast du da für eine Idee zu dem Flynet-Deal, Mario? Ja, ich finde, das ist ein ziemlich großes Entgegenkommen, weil gerade die Messenger-Dienste sind ja nicht ganz unwichtig, wenn man im Flieger sitzt, der sich eventuell verspätet oder vielleicht sogar mal früher ankommt, wenn dann jemand abholt oder um irgendetwas anderes noch kurz mitzuteilen, halte ich die reinen Nachrichtendienste dort eigentlich für eine gute Sache. Da geht es ja auch um wenig Datenvolumen und insofern finde ich das eigentlich sehr entgegenkommend und eine äußerst praktische Sache. Toll. Ja, Bilder gingen auch. Da hatte natürlich etwas, ich hatte ein Bild gesendet, dann hatte ich einen Text gesendet. Der Text war durch, das Bild war immer noch am Machen und Tun, weil man die Datenbreite da natürlich reduziert hat. Ganz wichtig ist, das Angebot ist limitiert, ganz einfach limitiert. Deshalb, das geht nur bis Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und was auch nur geht, ist auf den Airbus A320. Die Neos sind ausgeschlossen. Warum? Weil es bei Neos keine gibt. Lustiges Fun Fact, wenn die Satellitenschüssel drauf wäre, würde er hinten auf den Schwanz fallen. Das hatten wir ja auch lang genug thematisiert.
aber auch die Cityline, die ja in München, ich glaube 30 Stück sogar noch stationiert haben, haben das nicht. Aber wenn ihr Flynet an Bord habt, 319er, 320er, 321er, dann könnt ihr das nutzen. Also insofern schreibt einfach rein, was ihr davon haltet, unten in die Kommentarspalte. Als nächstes Thema finde ich spannend, wir haben ja Afghanistan und da muss man die Lufthansa erwähnen. Warum? Ganz einfach, weil die Lufthansa eingebunden ist in die Strategie der Bundesregierung, die Leute, die die Bundesrepublik Deutschland unterstützt haben, also einmal militärisch, indem sie als Übersetzer oder Koch, ich weiß gar nicht, was es alles für Dienstleistungen gab, die da wichtig waren, oder auch für Hilfsorganisationen, die sollen nach Deutschland gebracht werden, was ich persönlich sehr richtig finde, weil wer für uns hilft, der hat ja bewiesen, dass er unserem Staatssystem was Positives bringt, also insofern sollte das gemacht werden. Die Amerikaner machen das ja etwas anders. Die Amerikaner haben ja ihre zivile Flotte aktiviert, das erste Mal seit 9-11. Da wird man quasi zwangsrekrutiert. Bei der Lufthansa ist das immer irgendwas, das macht man. Die werden auch übrigens dafür bezahlt. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine karitative Veranstaltung der Lufthansa ist. Ich glaube aber, dass der Preis doch ziemlich gut ist für die Bundesregierung. Und da hat man schon laut Bild-Zeitung 1500 plus x Leute abtransportiert. Sie fliegen allerdings nicht ex-Kabul, logischerweise, weil das viel zu gefährlich wäre. Die werden von der Lufthansa mit dem A400M nach Taschkent gebracht. Und von Taschkent fliegt die Lufthansa die dann weiter nach Frankfurt. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Das ist völlig richtig und in Taschkent werden auch dann die Passagiere auf Covid getestet, die Papiere nochmal durchgetestet, sodass dann auch weiß, um wen es sich hoffentlich handelt, wenn es auf den Weiterflug nach Deutschland geht. Nee, das ist sicherlich eine gute Sache. Die Lufthansa hat sicherlich auch noch genug Kapazitäten im Moment. Leider Gottes werden zwar schon wieder fast alle Destinationen angeflogen, aber noch nicht in der Frequenz. Insofern hat man ja auch einige Flugzeuge sicherlich zur Verfügung und sind über. Vielleicht hätte man dafür einen A380 reaktivieren können. Nein, wahrscheinlich hätte der da in Taschkent mal landen können. Ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz sicherlich eine gute Sache. Und da die Lufthansa bzw. die Bundesregierung ja ziemlich gut an der Lufthansa verdient hat, indem sie ja Aktien erst gekauft und dann vor kurzer Zeit wieder verkauft haben, finde ich, kann die Bundesregierung natürlich dann auch für diese Flüge bezahlen. Ja, ganz richtig. Und wie Mario das ja auch hat durchklingen lassen, die Lufthansa hat zwar im Moment roundabout 95% der Destinationen, die sie vor Covid angeflogen hat, fliegen sie immer noch an. Aber nichtsdestotrotz sind sie bei unter 50% Auslastung, irgendwas bei 47, müsste es sein. Und damit sieht man ganz klipp und klar, dass die Lufthansa natürlich von Covid immer noch gebeutelt ist. Man hat also zwar eine Auslastung von 75-80% auf den Flügen, aber die Frequenzen sind wesentlich weniger und damit gibt es natürlich dann auch wesentlich weniger Passagiere. Das ist für Lufthansa natürlich auf der einen Seite tragisch, weil die Flugzeuge frei sind. Auf der anderen Seite hat man ja letztes Quartal schwarze Zahlen geschaffen. Aber es ist trotzdem eine Kurve nach oben, wenn wir das also vergleichen von vor 2 Jahren. Also insofern ist das in meinen Augen eine positive Nachricht. Und genauso positiv, würde ich sagen, sind die jetzt, ne Mario? Das habe ich eben nicht verstanden. Welche? Welche Deals? Gerne gehe ich darauf ein, welche Deals es gibt. Es gibt ausgewählte Ziele mit 152 Euro als Return. Und jetzt sagt ihr, 152 Euro. Aber Business Class, ja, ganz genau. Das heißt also, Abflug ist in Deutschland oder aus den europäischen Destinationen wieder zurück nach Deutschland. Reisezeitraum ist sogar etwas länger, bis Mai 2022. Und da gibt es halt wirklich viele Ziele. Ab Frankfurt gibt es halt Helsinki, Riga, Kopenhagen, Oslo oder sowas. Ab München gibt es Linz, wobei das jetzt auch eine interessante, spannende Strecke ist, die mir gerade auffällt. München, Linz, das ist doch so wie Nürnberg fast, oder? Zum Beispiel zu Fuß hingehen. Naja, ja, egal. Aber Zadar oder Pisa, die sind bei 300 Euro. Also insofern eine spannende Geschichte. Ihr werdet euch natürlich fragen, wie viele Meilen bekomme ich? Ganz einfach, das sind die Meilen aus der Paula-Klasse. Paula-Klasse ist reduzierte Meilenanzahl. Heißt also, es gibt keine 200%, sondern nur 100%.
die es da dann gibt. Das ist das Wichtige. Mindestaufenthalt ist Freitag oder Samstagnacht. Maximalaufenthalt ist 3 Monate. Und Buchungszeitraum, da gibt es jetzt keine Restriktionen. Es ist halt einfach nach Verfügbarkeit. Was Mario jetzt auch freuen wird, es ist natürlich nicht nur so, dass man mit der Lufthansa innereuropäisch fliegen kann, billiger, sondern sie haben auch nochmal einen Sale ab Luxemburg gemacht. Luxemburg ist ein Business-Class-Sale in der Langstrecke und da ist der Partner mit der Swiss natürlich auch dabei. Auch wieder Paula, das ist halt leider die Downside, dass man halt wirklich nur diese 100% Meilen bekommt. Reisezeitraum ist bis zum 15.06.2022 gebucht, werden muss allerdings bis zum 2. September, was noch ein bisschen Zeit ist. Ja. Ziele sind ab Luxemburg, da auch interessant, Marrakesch ab 380 Euro oder wenn man sich das anguckt, Osaka 2420, New York 2300. Aber USA sieht ja so aus, dass November es wird. Ne? Also das ist ja, da gibt es Schmerzen. Mauritius 2250 und mit der Swiss geht es nach Tel Aviv zum Beispiel für 894, Rio de Janeiro 2,5, Tokio 2,5, Singapur 2,6, Los Angeles 2,7. Also gute Ziele dabei. Und man kann halt wirklich sich da nochmal als Beispiel nehmen, wenn man Statusmeilen das wissen will, von Zürich nach Bangkok zum Beispiel sind es ein bisschen über 11.000 Meilen, also One-Way 5.600. Und wenn ihr da dann nochmal die Promotion mit reinzieht, dann habt ihr zwar doppelte Meilen, aber es ist natürlich nur nicht so knallend, wie es mit der First Class ist oder mit einer richtigen Business Class, wo es 200% an Meilen gäbe. Ja, das waren die Deals. Schreibt doch einfach unten, welcher Deal euch gefallen hat. Mario, hast du was zum Ziel zu sagen? Ja, man fliegt aber zumindest doch sehr bequem, auch wenn es nur in der Paula-Klasse ist. So ist es dennoch die Business Class und insofern ist es ein guter Deal, denke ich. Und wenn man noch dieses Jahr fliegt, hat man ja durch die Promotion ohnehin das Doppelte. Also ein paar Meilen gibt es ja dann doch. Ja, und spannenderweise ist ja auch, die Lufthansa hat auch andere Ziele nochmal aufgenommen, die man sich angucken kann. Man macht diese ganzen Warmwasserziele zum Beispiel. Es gibt ja auch wieder diese Ziele nach Griechenland, die normalerweise von der Lufthansa nicht angeflogen werden. Das sind gute Nachrichten. Und da ist man halt auch guter Dinge. Dann für uns als Lounge-Fetischisten. Da hatten wir ja die traurige Nachricht, die es ja eigentlich letzte Woche nur mal wieder aufgekocht gab, nochmal gesagt, Leipzig, Köln, dann Bremen, Nürnberg, Delhi. Ich habe einen vergessen, ne? Nürnberg, Delhi. Dresden. Dresden, genau. Dresden, da wacht die Lufthansa Lounge zu. Aber es gibt neue Betreiber, Mario. Möchtest du dazu was sagen? Ja, an den Flughäfen Bremen und Nürnberg gibt es für die Lounges neue Betreiber. Allerdings hat man dann als Lufthansa Passagier ein Problem, wenn man nicht zufällig den Priority Pass hat. Ansonsten sind es in Nürnberg, soweit ich weiß, eine KLM Lounge. Und in Bremen, hilf mir bitte weiter, wer hat das in Bremen übernommen? Ich weiß es nicht genau. Ja, also einmal um das Ganze nochmal, die KLM-Lounge, ja, aber die Nürnberger Lounge ist übernommen worden vom Flughafen selber, die kann man halt mit KLM und andere sind damit dabei, also aber man könnte mit Priority Pass auch rein und es hält die Lufthansa übrigens auch nichts ab, da den Lounge-Zugang zu bezahlen, dass man zumindest halt in eine Lounge reinkommt. Wer also einen Priority Pass hat, der kommt da rein. Das ist der Flughafen, der den selber übernommen hat. Dann die Global Lounge Network wird diese am Abfluggate in Bremen übernehmen, diese Lounge. Die kann man auch käuflich erwerben für 26 Euro. Also wer keine Karte hat, kann da rein. Aber Vielflieger der Business First Class, der KLM kostenfreien Eintritt, Priority Pass, Lounge Key, Lounge Pass und Diners Club erklärt der Flughafen. Ansonsten ist man noch im Gespräch mit anderen Fluggesellschaften, dass die da reinkommen. Jetzt stelle ich mir natürlich nur eine Frage, Mario, mit der Lounge. Wie ist die Qualität? Du hattest ja auf Facebook da schon Nachrichten gesehen, dass die Qualität in Frage gestellt wurde. Ja, also die Qualität ist auf jeden Fall nicht auf derselben Stufe wie die Lufthansa Senator oder Business Class Lounge. Da muss man jetzt ein paar Abstriche machen. Das ist aber auch allgemein bekannt, dass
zumindest in Deutschland, Launches, die jetzt nicht zwingend von Fluggesellschaften direkt betrieben werden, in der Regel nicht den Standard haben, den zum Beispiel die Lufthansa oder vielleicht auch andere Premium-Airlines haben. Aber auf der anderen Seite, man hat ein wenig Ruhe, man hat wahrscheinlich Stromanschluss für seinen Laptop, ein Wasser und etwas zu essen gibt es auch, aber halt in anderer Qualität. Aber man will mal nicht meckern, es ist eine Lounge und man hat ein wenig seine Ruhe. Hört, hört, die Qualität der Lufthansa Senator Lounge kann nicht erreicht werden. Das finde ich spannend, weil die Leute sich immer wieder beschwert haben über das Kartoffelsalat-Paradies, was es ja leider nicht mehr ist. Weil ich fand den Kartoffelsalat, auch wenn er aus dem Eimer kam, eigentlich irgendwie kultig. Ja. Aber es gibt in München jetzt ein neues Angebot. Da gibt es ja einen Wurstsalat. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Schweizer Wurstsalat war oder ein Münchner bayerischer Wurstsalat. Das war irgendwie so ein Testläufer, wo der Aus-Rollout oder das Ausrollen in den nächsten Wochen passen sollte. Also das auch so als Hinweis für Ja. euch. Wenn ihr in der Lounge wart, auch hier wieder unten in die Kommentare reinschreiben. Mario, kannst du den Leuten auch mal auffordern, in die Kommentare zu schreiben? Also bitte in die Kommentare unten, die sind unter dem Beitrag. Nein, also ich finde, wer einmal in einer Gold Lounge in den USA war, der wird die Senator Lounge sehr zu schätzen wissen. Das Insofern. ist richtig. Das heißt, also die abgepackten Käse, die Käsecracker und vor allem, was mein Highlight ist, wenn es Pepsi gibt, das chlorierte Pepsi. Also Ja. insofern, das ist ja. Alles Also es gut. tut mir leid. Tut mir leid. Also wie gesagt, das ist ein hoher Standard. Dann haben wir als letztes Thema für heute die Thematik, die ja die Swiss als Vorreiter hatte, beziehungsweise das kam ja gestern schon, Ja. dass man die Impfpflicht für die Crews einführen möchte bei der Swiss und die Lufthansa hat nachgezogen, dass man das machen möchte. Was soll da dann der Vorteil sein? Ist das, weil man jetzt sagt, hey, wir wollen besondere Sicherheit? Hat das was mit Einreisebestimmungen zu tun? Weil die Lufthansa hat ja auch als Betriebsarzt Anlaufstelle oder die haben einen Betriebsarzt als Anlaufstelle, wo man sich impfen lassen konnte. Und was hältst du davon? Ist das eine gute Sache oder Ja. problematisch? Ach, problematisch halte ich sie nicht. Also es ist ja ein bisschen von allem, dass die Crews natürlich geschützt sind, auch gegenüber vielleicht nicht geimpften Passagieren, ist sicherlich ein Vorteil. Und selber können sie natürlich das Virus zwar gegebenenfalls weitergeben, aber dann natürlich meist dann auch nicht mehr so wie Nichtgeimpfte. Aber in einigen Ländern gibt es ja auch mittlerweile Einreisebestimmungen, auch für die Crews. Genannt wurden Baku, Aserbaidschan und Hongkong, wo ab dem 1. September übrigens Hongkong, wo Crews dann voll geimpft sein müssen, um dort auch ja, ankommen, hinfliegen zu können. Und insofern gibt es da ja, wie ja übrigens auch in vielen anderen Ländern mit anderen Impfungen, sei nur, weiß ich nicht, Gelbfieber oder sowas genannt, gibt es ja auch bestimmte Impfverpflichtungen. Insofern war das eigentlich nur eine Frage der Zeit, wenn einige Länder das dann verlangen. Und ja, wie wir ja auch schon mal besprochen haben, wenn die USA wieder aufmachen sollten, haben die auch gesagt, kommen nur Vollgeimpfte rein. Und das wird sicherlich dann auch für Flugcrews gelten. Insofern ist das eine Maßnahme, die sicherlich zu begrüßen sind. Eine Impfpflicht gibt es aus Lufthansa-Sicht in Deutschland halt nicht. Da gibt es keine gesetzliche Grundlage für, anders als wohl in der Schweiz. Da muss man abwarten. Aber grundsätzlich halte ich eine verpflichtende Impfung der Crewmitglieder für sicherlich zielführend. Ja, die Austrian Airlines kommt da ohne eine Impfpflicht aus, weil da fast 90% oder über 90% geimpft sind. Insofern haben die bei der Crewplanung anscheinend ein weniger großes Problem. Die Lufthansa selber hat halt da größere Probleme mit der Crewplanung und machen das dann wahrscheinlich aus dem Grund heraus. Es spricht ja auch ehrlicherweise nicht wirklich etwas gegen die Impfung. Und Mario, du bist ja auch geimpft und zumindest ist der Verlauf ja, so wie man das gehört hat, gesichert dann nicht so schlimm, wie es ohne Impfung sein sollte. Ja, das war wieder die harte Kost der Lufthansa diese Woche, die Themen, die uns aufgefallen sind. Wir selber müssen noch mal darauf hinweisen, wir sind übermorgen, also am Freitag
in Frankfurt am 27. abends zum Stammtisch. Haben sich auch Leute angemeldet. Fand sehr ich sehr gut. Gut. Müssen wir mal gucken, ob sind, dass wir nicht zu viele werden. Da müssen wir, ja, also 10 Leute finde ich ist okay. Also ich will nicht mehr als 10, 12 haben. Deshalb meldet euch da an. Wir sind noch ein bisschen drunter. Wir haben, glaube ich, 8 Leute. Und wir machen ja auch da die Versteigerung. Soll ich den Remover-Koffer wiederholen? Moment. Ja, hol mal den Remover-Koffer. Wir werden ein Unboxing-Video zu diesem Remover-Koffer machen. Und ihr könnt ihn gewinnen. Und Mario hat ja gestern versprochen, dass er auch seinen Koffer abholt. Das ist der Koffer, jawohl, den er von Joost Greve gekriegt hat. Den habe ich auch in Ehren bis jetzt gehalten. Also ich habe den seit Juni für dich. Seit 4. Juni, wenn ich das richtig habe. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist knallerhart. Und ich bringe auch diese Farbe mit, aber die darf ich nicht geben, weil meine Frau sagte gestern, ey, wolltest du den nicht für mich haben? Habe ich gesagt, doch, aber ich nehme den nur mit, um zu zeigen, welche Farbe es gibt. Also, wieder, ich lege das wieder auf meinen anderen Koffer, damit ich die nicht vergesse. Aber bevor ich gehe, sage ich einfach mal danke, dass ihr wieder bei der heutigen Folge von Frequent Traveler TDV da wart. Sagt einfach unten in den Kommentarspalte, ich kann auch nur mit 2 Fingern, das geht irgendwie, das sieht behindert aus. könnt ihr den Kommentar da lassen, wer die Folge gefunden hat, welche Nachricht für euch die spannendste war. Oder vielleicht hat er auch eine Nachricht von unseres, wie heißt das, von unseres Gnaden? Oder vielleicht gibt es auch Fragen oder Themenwünsche, auch die Sorgen, in den Kommentaren. Zeitnah drum bemühen und wir müssen uns mal selbst loben. Ich finde, wir haben das heute sehr stringent gemacht, haben nicht zu viel erzählt, haben nicht irgendwelche Randgeschichten erzählt. Die würden jetzt kommen, aber auf die verzichten wir auch. Insofern danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Ja, meine Kamera hat da den Lava-Alarm gemacht und hat deshalb ganz spontan gesagt, ich gehe mal auf schwarz. Aber wir wollen jetzt die Kamera nicht wieder dahin bringen. Ich gucke mal, ist es warm? Ja, es ist warm. Interessant, mein Cam-Link. Aber nichtsdestotrotz, danke, dass ihr dabei wart. Kommentare, liken, Glocke und vor allem subscriben. Das sind die ganz wichtigen Sachen. Und bis bald, vielleicht sogar in Frankfurt oder Berlin am 28. Darf ich auch nicht vergessen. Ach, Berlin machen wir dasselbige nochmal. Genau. Also bis dann. Danke. Jo, ciao.